Hey Leute, herzlich willkommen. Wir spielen wieder ein bisschen Magic. Schön, dass ihr mit dabei seid. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier. Wir spielen natürlich wieder ein kleines bisschen Magic. Ihr wisst, es ist Freitagvormittag. Da gibt es nichts Schöneres, als eine kleine Partie Magic the Gathering zu spielen. Und ich habe mitbekommen, dass einiges passiert ist. Ich muss hier ganz kurz. Moment, sehe ich das falsch? Bin ich jetzt bescheuert? Ist da ein Spiegel oder ist das dasselbe? Okay, hier ist zweimal Magic geöffnet. Ich dachte gerade, es spiegelt sich hier ganz merkwürdig. Und zwar habe ich mitbekommen, es wurden wieder ein paar Karten gebannt, so wie ich das mitbekommen habe. Uro wurde gebannt oder soll gebannt werden oder irgendwie sowas in der Richtung. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht so hundertprozentig mitbekommen. Aber ich würde sagen, ich habe heute eben so ein bisschen mehr Bock auf Limited. Wir spielen einfach einen klassischen Draft. Wir sind mit dabei. Ich habe Bock drauf. Weil mittlerweile, ich will nicht sagen, ich kenne mich in dem Set aus, aber ich habe schon so ein paar Fehler gemacht und ich kenne schon so ein paar Karten und ich glaube, deswegen bin ich absolut gut in der Lage, heute mal einen Draft zu spielen. Und zwar müssen wir ganz kurz gucken. Sealed. Also, wir haben Premieren-Draft. Es könnte aber auch mal ein klassischer Draft werden, ne? Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Klassischer Draft heißt, man spielt Best of Dreis. Christian Schulz schreibt, Uroban hat leider nicht sehr viel verändert. Okay, gut. Dann nehme ich einfach mal Christian Schulz Wort hier als Wahrheit. Sealed hört bald auf. Klassischer Draft oder Premieren-Draft. Lass uns nochmal den Premieren Draft machen. Aber beim klassischen Draft hat man auch länger Zeit, ne? Ich glaube, im klassischen Draft hat man länger Zeit. Nee, komm, lass uns das mal machen. Lass uns mal einen klassischen Draft mit Best of Three, mit einem schönen Sideboard, mit strategischer Tiefe, mit irgendwie innovativen Dings, so richtig rein in die Karten und dann hat man ein geiles Sideboard und so, weil ich habe nämlich ein Token bekommen und ich würde sagen, wir machen das. Meine Maus ist wahnsinnig langsam, aber es ist okay, ist nicht so wichtig. Magic ist ein Kopfspiel, kein Fingerspiel. Zendika reicht, okay. Werde jeweils eine Karte aus rotierenden Draftpackungen. Nee. Steht jetzt nicht da, ob mit Time Limit oder nicht. Wir gehen einfach rein, Freunde. Ich würde sagen, wir starten mit Sideboard heute. Ihr wisst, Draft ist ein sehr komplexes Magic-System, denn man muss. Oh, okay, mit Zeit tatsächlich. Man muss sich aus den Booster-Packs, die wir bekommen, gerade Karten aussuchen. Aus denen baut man sich dann ein Deck und mit dem Deck spielt man. Das heißt, man muss gucken, man hat nicht alle Auswahlmöglichkeiten, man kann nicht einfach nur die besten Karten des Sets nehmen, sondern man muss gucken, was kriegt man, was passt gut zusammen. Hat man die richtige Balance zwischen Kreaturen und Zaubern, zwischen starken Kreaturen und schwachen Kreaturen und wie kriegt man es hin? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Klar, die Unkenrufe werden laut, die da sagen, es ist einfach nur immer links oben. Okay, los geht's. Also, wir haben hier einen Räuber. Ins Spiel kommen und falls ihre Bonuskosten bezahlt wurden, übernimmt die Kontrolle über ein Artefakt oder eine Wahl. Okay, Artefakt. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Begleitete Heilerin. Was haben wir hier? 6 Karten. Du kannst davon was nehmen oder ein Land. Das ist natürlich ganz cool. So, furchteinflößender Wurm. Das war mit Landung. Wird unzerstörbar. Ja, diese Räuberdecks sind eigentlich ganz geil. Ich weiß jetzt noch nicht, wie gut das mit dem Artefakt ist. Übernimm die Kontrolle über ein Artefakt deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten. Es gibt natürlich die Equipment, diese Waffen, die ganz cool sind. Immer wenn du Lebenspunkte kriegst, erzeuge ein 1-1. Eine andere Kreatur erhält Lebensverknüpfung bis zum anderen. Finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Lebenspunkte 1-1. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, wie häufig Artefakte sind, ob das nicht sinnlos ist. Ich meine, klar, fliegend Räuber passt in viele Decks zusammen. Aber ich glaube, ich nehme hier mal die. Vielleicht kriegen wir ein Lifelink, kleine 1-1-Linge-Deck oder sowas. Mit Klerikern und so. Mal gucken, was läuft. Okay. Turbulenter Strudel. Jedem Spieler einen Schadenspunkt, also auch einem selbst einen Schadenspunkt. Immer wenn ein Zauberspruch und falls kein Mal. Ah, das ist irgendwas total Spezielles, das brauchen wir nicht. Immer wenn ein Land oder eine Kontrolle erhalten, Kreaturen, die Kontrolle ist 1-1 bis zum Ende des Zuges nur. Man weiß nicht, wie gut das ist. Hier, Hinterhalt. Das ist eigentlich ganz geil. Kann als Removal fungieren. Und kann aber auch ein Land sein. Könnte ganz nützlich sein, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch den Kalmar. Ich bin natürlich privat ein großer Kalmar-Fan. Wohingegen die Maus. Ja, aber Landung, 3 Mana ist halt viel. Und wenn du nicht viele Länder hast, dann ist das irgendwie, keine Ahnung. In der Regel hast du relativ kleine Boards im Limited, habe ich die Erfahrung gemacht. Glaub nicht, dass sie so geil ist. Lass uns mal vielleicht lieber das hier nehmen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Land und Kreatur kämpft. Kannst du eine Karte ziehen, falls du dies tust, wirf eine Karte ab.
Weiß ich nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal die. Wir nehmen einfach mal die. Ich glaube, die ist flexibel genug. So, Mehrfolg Räuber. Tappe einen anderen ungetappten Räuber. Kann nicht geblockt werden. Also Räuberdeck. Hier haben wir ein bisschen Ramp. Entweder Land oder erzeuge einen Mana. Reliktaxt. Nahiris Bann. Kreatur da kann nicht angreifen oder blocken. Also, Removal ist ja eigentlich so das Beste im Limited, was man haben kann, eigentlich nach starken Kreaturen. Ich glaube, die finde ich schon mal nicht schlecht. Einen soliden Removal, wohingegen der Grüne auch ganz cool sein könnte. Aber ich glaube, weiß nicht. Ich glaube, ich nehme Nahiris Bann hier. Er ist jetzt so der erste Removal, der mir über den Weg läuft, und den nehme ich. Kabira Jagd. Fügt einer Kreatur deinen Planeswalker deiner Wahl so viel Schaden zu, wie du Kreaturen kontrollierst, als Spontanzauber. Das kann cool sein, kann als Combat-Trick funktionieren, als Removal funktionieren. Heilerin hat Lebensverknüpfung, solange du einen anderen Kleriker kontrollierst. Ich will mich jetzt nicht zu sehr auf dieses Kleriker-Ding versteifen. Kann von Kreatur mit Stärke Landung, wenn er ein Land und dann hält das Busch für Elementar 2-2. Das ist schon echt vielseitig, muss man sagen, ne? Aber wenn du nur einen Schaden machst, ist es halt auch nicht geil. Aber auf der anderen Seite, Spontanzauber, einen Schaden in Weiß. Ich glaube, Landung gefällt mir nicht gut genug, ehrlich gesagt. Weil in Limited zieht man oft nicht so viele Karten. Dadurch hat man ab einem gewissen Punkt oft nicht mehr jeden Zug ein Land. Und dann, glaube ich, fällt das ziemlich ab. Was haben wir hier? Schick alle Kreaturen und Planeswalker mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus deinem Spiel ins Exil, sowie alle Kreaturen und Planeswalker mit umgewandelten von Mana-Kosten von 3 oder weniger aus allen Friedhöfen ins Exil. Okay, aber alle, auch meine. Okay, ich glaube, das ist auch sehr speziell. Siehst du in einem Gegner eine Karte? Na, da bin ich ja kein Fan davon. Wir müssen aber schon langsam mal mit Kreaturen anfangen. Erhältst du 5 Lebenspunkte dazu? Nehmen wir den mal. Warum nicht? Man muss auch mal rechts unten nehmen. Wer links unten nehmen kann, muss auch mal rechts unten nehmen können. So. Den wiederum finde ich ganz cool, weil da bleibt der Effekt von Landing nämlich. Wohingegen hier für alle 1-1 Marken ist zu abhängig, glaube ich. Nachdenken, da kann man einen guten Witz machen. Weil wenn man die Karte ausspielt, kann man den Emote klicken, ich denke nach. Das ist lustig. Ob das jetzt dazu reicht, ins Deck aufgenommen zu werden, weiß ich nicht. Aber so starke grüne Kreaturen mit so ein bisschen Weiß. Fliegend, 3-3. Kannst du ein Land, das du kontrollierst, auf deine Hand zurücknehmen? Die oder die, komm. Fuck, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich einen Flieger nehmen sollen. Flieger sind ziemlich krass. Digga, eine 1-1-Marke, ja, das ist ähnlich wie die beiden. Also, wir kommen auf ein grün-weißes Selesnya 1-1er-Deck raus, vielleicht. Aber wir legen uns noch nicht fest. Aber Wachsamkeit ist cool. Kreaturen sind cool. 1-1-Marken sind auch cool. Das Ding kann dir halt gutes Spiel gewinnen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn es mit Landing ist. Aber hey, ich glaube, es ist ganz nett. So, hier haben wir den Lachs. Wenn es dein Zug ist, 0-2, recht defensiv ausgelegt. Opfere X Länder. Das ist ein ziemlich cooler Zauber. Fügt eine Kreatur 4 Schaden zu und dem Beherrscher der Kreatur X, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen in deiner Abenteuergruppe ist. Das ist doch cool. Na, jetzt haben wir doch ein bisschen Landing. Aber jetzt haben wir halt ein bisschen Lifelink halt nur auf diese eine Heilerin ausgelegt. Ne? Vielleicht ist es zu viel. Schau dir die obersten 5 Karten an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte auf den Vorzug auf deine Hand nehmen. Falls auf diese Weise keine Karte auf deine Hand genommen hast, ziehe eine Karte. Ich zahle 2 Mana und lege eine Karte ab, um eine Karte zu ziehen. Von 5. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir nehmen sie mal. Ich lege mich immer zu sehr auf Farben fest, glaube ich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir,
Wenn wir Best of Three spielen, ist es vielleicht gut, mehr Karten zu haben. Aber wir könnten auch die Farbe ändern zwischen den Spielen. Ne? Das wäre natürlich auch cool. Das wäre natürlich richtig cool. Diese Maus ist so langsam, ey. Quellende Stimme, erwachende Springflut. Counterspell mache ich nicht. Eine Wahl mit Stärke 2 oder weniger kann diesem Zug nicht geblockt werden. Bonuskosten, oh Gott. Nee, komm, dann nehmen wir lieber den. So, wir haben nochmal einen Lachs oder gebrochene Flügel. Zerstau. Artefakt oder eine Verzauberung ist nicht. Oder eine fliegende Kreatur. Ist natürlich als Sideboard-Karte geil. Als Sideboard-Karte nehme ich die mal rein. Damit kann man gut auf Sachen reagieren. Genauso wie die. Genauso wie die. Wenn wir gegen Fliegerdeck spielen, haben wir hier einiges, was wir reintun können. So, weiter geht's. Schwarz-Weiß. Lebensverknüpfung. Kleriker stirbt. Bringe eine Klerikerkarte deiner Wahl mit niedrigen umgewandelten Mana-Kosten aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Machen wir hier ein Klerikerdeck. Machen wir hier ein Klerikerdeck draus. Lebensverknüpfung 3-3 für 4 Mana. Wie viele andere Kleriker haben wir? Steht 2. Oder ein Engel. 5 fliegen fliegend. Und man kriegt 2 oder 4 Lebenspunkte. Ich glaube, fliegend ist besser im Limited, ehrlich gesagt. Als das. Weil so viele Kleriker werden wir nicht kriegen, glaube ich. Vor allem, wenn wir Grün jetzt mit drin haben. Grün hat keinen einzigen Kleriker, soweit ich weiß. Ich glaube, ich nehme den Engel. Ich glaube, ich nehme den Engel. So, was ist das? Mit Bonuskosten bestimme eine Kreatur in der Wahl. Alle Kreaturen blocken die Kreatur in diesem Zug, falls möglich. Basislager. Heiler. Ja, wir haben jetzt wenig Payoff für Lebenspunkte, aber wir haben. Lebenspunkte an sich sind natürlich auch schon nicht schlecht, aber cool wäre es natürlich. Zauber ein Land. Es ist immer noch ein Land. Für 4 Mana kriegst du ein 4-4 Land mit Reichweite. Puh. Und du kannst es danach wieder ausspielen. 2 Mana-Segment bräuchten wir noch ein bisschen. Ah, keine Ahnung. Wir nehmen im Zweifelsfall lieber die Kreatur. Aber jetzt haben wir dann doch ein Kleriker-Deck, oder? Keine Ahnung. Oder das hier. Nee, das ist Quatsch. Das ist kein guter Deal, ey. Wenn der Angriff, bis du 2 Kreaturen deiner Wahl erhalten bis zum Ende XX, wobei X gleich die Anzahl der Kreaturen in deiner Abenteuergruppe ist. Also +1/+1. Schlechtesten Fall. Vielleicht lieber den nochmal. Trample und Token ist eine gute Kombination. Im Zweifelsfall lieber Kreaturen als das. Das ist zu situationsabhängig. Ich meine, wir haben jetzt 2 Kleriker und Räuber haben wir auch. Ah, die müssen wir rausnehmen. Die verzerren unsere Statistik. Ja, wir haben eigentlich nur Kleriker, ne? Vielleicht können wir so ein bisschen Kleriker-Katzen-Ding machen, dass wir so ein KK-Ding haben. Schicke eine bleibende Karte in deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert ins Exil. Ja, das ist Removal, das ist natürlich gut. Eingeübte Taktik ist auch cool. Der Lachs wäre auch mal nicht schlecht. Aber ich glaube, Removal ist eine Bank. Kostet 5 oder 4, sagen wir mal, und dafür was ins Exil. Ja, muss sein. Muss sein, glaube ich. Ist zwar ein bisschen teuer für 5 Mana, aber Removal ist immer gut. Removal ist immer gut. Wenn man die Chance hat, Removal zu nehmen, muss man Removal nehmen. Jetzt haben wir hier noch einen Kleriker. Kleriker oder Nektar ist halt die Frage, ne? Wachsamkeit. Ich meine, 2 Mana, 2-2 wachsam ist schon mal jetzt nicht ultra krass, aber okay. Und dann noch mit Lifelink. Wie viele Kleriker haben wir mittlerweile? 4. Das wäre die Alternative und das ist nicht so gut, glaube ich. Okay, wir nehmen Kleriker, come on. So, Entzauberung. Wäre als Sidecard auch mal ganz geil. Oder halt nochmal ein Engel. Doppelengel. Sie selber ist auch ein Kleriker, ne? Also man kriegt mindestens 2 Lebenspunkte hierfür. Bringe bis zu 2 Länder, die du kontrollierst, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Naja, wir haben schon ein bisschen Landfall dabei, ne? Oder? Ja, diese Katze. Wir müssen auch mal an dicke Sachen denken.
Vielleicht ist so eine, wäre so eine dicke Kälte noch schlecht. Nicht schlecht. Eine andere Kreatur für einen Lebenspunkt. Den mag ich eigentlich auch ganz gern. Drei Mana. Unsere Mana-Kurve. Ja, gute Auswahl, mein Freund. Sind wir im zweiten oder im dritten Booster? Die ist gut. Die ist richtig gut. Ich glaube, die brauchen wir. Ja, aber wir müssen das halt irgendwie schwarz noch mit reinkriegen, ne? Fuck. Shit, jetzt habe ich mich vielleicht verdödelt. Oh, ich glaube, es ist ultra schwer in Limited sowas einfach reinzusplashen, so ein bisschen schwarz. Aber ich probier's mal. Ja, keine Ahnung. Sideboard. Es wird ein starkes Sideboard. Basislager. Kleriker, Krieger, Räuber, Zauberspruch. Einer beliebigen Farbe. Könnte uns helfen jetzt mit unseren Mana-Problemen. Kommt aber immer getappt ins Spiel. Fuck, keine Ahnung. Aber die wird schon ihren Sinn haben, die Karte. Es gibt keine Karten, die ganz, ganz sinnlos sind. Ja. Ich bin eine Kreatur in der Wahl, lege für jede Kreatur in den Abend eine 1-1 auf die Kreatur. Ah, das wäre natürlich cool mit diesem Artefakt-Ding da noch gewesen, aber glaube ich, ist auch eher was für nebensächliches Ding. Ja, guck mal. So. Jeder Gegner opfert die Kreatur oder den Planeswalker mit den höchsten umgewandelten Mana-Kosten unter ihren. Geht aber nur auf Gegner. Sollen wir jetzt noch ein bisschen Schwarz mit reinnehmen? Oder wir steigen um auf Schwarz-Weiß-Kleriker und hauen Grün komplett raus. Ja, für drei Mana, das ist einfach krass. Das ist einfach richtig gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch so flexibel sind mit den Farben, ehrlich gesagt. Nicht, dass wir uns jetzt verlaufen hier. Ja, wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Vielleicht steigen wir um auf Weiß-Schwarz, Schwarz-Weiß-Kleriker. Das ist ein Vampir-Kleriker. Ja, vielleicht steigen wir echt noch um. Krieger. Ein 1-1 bis zum Ende des Zuges. Das ist ein Krokodil. Dürfen wir nicht verwechseln. Viele K-Worte. Nee, im Zweifel Kreatur. Ja, die wird nicht reinkommen, wissen wir beide. Wissen wir alle. Wird nicht reinkommen. Dieser komische Pfauenritter, ey. Der ärgert mich schon, seit ich den das erste Mal gesehen habe. In den Spiel kommt, erhältst du 2 Lebenspunkte. Oder ein Land. Das ist eine Bank, würde ich sagen. Der Rest. Von diesem Lauernden haben wir jetzt ein oder zwei. Nee, ein. Naja, je mehr wir von diesen Flippern haben, desto mehr können wir andersfarbige Länder ins Deck nehmen, um das, falls wir uns entscheiden zu splashen, oder? Ich glaube, das ist gut. Das spielt eigentlich in viele Mechaniken rein, die gut sind. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl und bis zu eine Kleriker-Krieger aus deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück für 6 saftige Mana. Also das ist wirklich genau der Gegensatz. 2 schwarz, ultra teuer, ultra unhandlich, aber gut. Oder was für ein Mana, was einfach mal ein Combat-Trick ist, was uns einen Kampf gewinnt. Ah, ich weiß es nicht, die Zeit ist zu knapp. Ah! Du verlierst 2 Lebenspunkte bis zum Ende. Wenn diese Kreatur stirbt, bringe sie unter der Kontrolle ihres Besitzes getappt ins Spiel zurück. Was ist hiermit? Solange sich 8 oder mehr Karten im Friedhof deines Gegners befinden. Im Zweifelsfall nehmen wir Flipper jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch abgebogen bin. Lege eine Ladungsmarke, entferne eine Ladungsmarke, erzeuge 2 Mana genau einer beliebigen Farbe.
deren Bonuskosten, ey. Bonuskosten. Ja, dann Flugfähigkeit. Lauernder Felida haben wir noch einmal. Blutflut. Super Name. Wirklich 1 plus für den Namen. Nee, komm, wir nehmen den nochmal. Boah, jetzt müssen wir echt gucken. Kleriker Katzendeck. Ob das hinhaut. Das ist auch ein Kleriker. Grün hat doch Kleriker. Kriegen wir ein schwarz-weiß-grünes Kleriker-Deck hin oder ist das zu hoch gegriffen? Wir kriegen ja auch keine fucking. Aber gar nicht so schlecht zu wissen, dass wir mit Grün auch noch ein bisschen Kleriker-Synergien haben. Diesen Engel haben wir jetzt schon 2-mal, ne? Nee, Hüterin der Helden nur 1-mal. Ja, den haben wir schon 2-mal, die nur 1-mal. Also nehmen wir die einfache Rechnung. Da hilft uns die Kunst der Mathematik. Tappe eine Kreatur deiner Wahl, ziehe einen Punkt. Ich habe einfach was gegen diesen Lachs, ey. Wir nehmen das. Ja, gut. Dann muss ich eben zugreifen. Okay. Oh, sehr chaotisch geworden. Sehr chaotisch geworden. Es sind jetzt halt so ein bisschen. Es ist jetzt mein Albtraum geworden. Es sind die 3 Farben. Und ich bin überhaupt nicht gut in 3 Farben. Fuck. Auf der anderen Seite, wie viele Kreaturen haben wir? 17, ja, das ist schon ordentlich. Wir haben Länder. Warte mal, wie ist das denn jetzt mit den Ländern? Der macht das automatisch. 17. Oder kann ich noch Länder rausnehmen? Wir müssen erstmal gucken, was wir rausnehmen. Die bleibt. Auf der anderen Seite, wenn wir nur Kleriker haben, ist es auch nicht so geil, ne? Wir haben einen Krieger. Das heißt, die macht eigentlich normalerweise nur 2 Schaden. Aber 2 Schaden für einen Mana spontan ist nicht schlecht. Ja, wir müssen jetzt erstmal entscheiden, ob wir es uns leisten können, 3 Farben zu haben. Weil einige. Naja, es gibt eigentlich nur eine Karte, die ein doppeltes Mana-Symbol hat. Das ist Nahiris Bann. Und die können wir auch nach dem dritten Zug noch relativ gut spielen. Also, vielleicht ist gar nicht so schlecht. Wir haben einige Flipper. Wir haben 1, 2. Wir haben Flipper von jeder Farbe. Was auch nicht schlecht ist. So, wie sieht die Mana-Curve aus? Nicht so gut. Also ich glaube, entweder einer von denen. Ich glaube, wir brauchen nicht so viele dicke. Oder? Lauernder Felida 2-mal. Ja, das ist jetzt alles mit Landfall, ne? Aber Landfall wird auch von Flippern getriggert, soweit ich weiß, ne? Ja. Das ist die Frage, ob wir hier noch was rausnehmen können von den Ländern. Ah, das sind schon coole Karten eigentlich. Ah, das ist schon cool. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt von Schwarz eigentlich nur 3 Karten im Deck. Lass uns die mal rausnehmen. 3. Und dann vielleicht von jedem. Nein, oh nein, ich bin so dumm. Jetzt habe ich es verhauen. Ich check immer nicht, wie man das Plus macht. So. Jetzt haben wir, so, ich glaube, Basislager können wir rausnehmen. Jetzt ist die Frage, was ist das jetzt für ein Deck? Das ist jetzt ein Kleriker-Deck, das einen einzigen Payoff für Lebenspunkte hat. Und zwar, wo ist sie denn? Sie ist der einzige Payoff für Lebenspunkte. Andere Payoff für Lebenspunkte wäre jetzt halt unser Ors of Guy geworden. Auf der anderen Seite, wir haben einiges an Lebenspunkte, wir haben so ein bisschen, also wir können lange am Leben bleiben und wir haben 4 Karten, die halt immer größer werden. Wir haben einige dicke Karten, wir haben Removal. Eigentlich ist schon so von allem ein bisschen was dabei. Und wir können jetzt halt noch so ein bisschen,
Ich meine, das ist potenziell halt auch eine spielbeendende Karte, weil es ein Flieger ist. Wie viele Kreaturen haben wir jetzt? 14. Und ansonsten brauchen wir noch. Ich würde gerne auch ein Spiel mal mit Schwarz spielen, aber vielleicht machen wir das erste mit Weiß, einfach um so ein bisschen unser Selbstbewusstsein zu stärken. Was brauchen wir noch? Jede Kreatur in der Abenteuergruppe. Nee, wenn wir nur Kleriker haben, bringt das nichts. Entzauberung, nee, das ist alles Unsinn. Ich glaube, wir brauchen dann doch den. Oder? Für 4-Mana-Segment, da haben wir noch nicht so viel. Nehmen wir den noch mit rein. Ansonsten den Ochsen mag ich nicht. Haben wir noch was von der grünen Seite, was rein kann? Komm, nehmen wir den. Haben wir 38. Ich krieg mein Deck nicht voll ohne Schwarz, glaube ich, ne, oder? Weiß ich nicht. Sollen wir noch 2 Länder nehmen? Aber wir haben echt einige Flipper. Aber ansonsten, ich meine, es ist ja mehr Flexibilität. So, das heißt, unser Deck besteht 16 Kreaturen, 17 Länder. Ach nee, das brauchen wir nicht. Ruf des Abenteuers. Das braucht man eigentlich auch nicht, oder? Solche Karten. Da ist mir ehrlich gesagt sowas wie Druckpunkt lieber. Alles ein Spontanzauber, das kann einem das Leben retten. Vielleicht noch einen Lachs rein? Otter? Nee, was ist das? Ochse. Stärke des Zusammenhalts? Nee, das ist alles Quatsch. Vielleicht den Lenkdrachen. Komm, den Lenkdrachen mit rein. Jetzt müssen wir uns auch Gedanken zu unserem Sideboard machen, ne? Weil wir spielen ja Best of Three. Das heißt, wie sieht ein gutes Sideboard aus? Wo ist das Sideboard überhaupt? Das ist erstmal Frage Nummer 1. Ist es nicht normalerweise hier oben? Wo ist mein Sideboard? Wo ist mein Sideboard? Wo ist mein Sideboard? Alle Karten sind ein Sideboard. Ah, ich verstehe. Man muss kein extra Sideboard festlegen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Wir haben ja eh noch alles offen. Wir sind ja flexibel. Wir können uns ja strategisch anpassen. Also wenn wir jetzt merken, der Gegner spielt gut, dann nehmen wir einfach noch ein paar stärkere Karten ins Deck rein. Ne? Also da können wir jederzeit uns anpassen. Eigentlich genial. Eigentlich genial. Willy Pende ist am Start. Okay, wir haben schon mal beide Farben. Das ist schon mal gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir hin. Nice. Sehr gut. Das heißt, wir können den schon mal ausspielen. Das ist schon mal cool. Solange du einen anderen Kleriker hast. Leider kein Kleriker. Ist leider eine Katze geworden. Okay, ohne Bonus wurde der bezahlt. Alter, diese Maus ist unendlich langsam. Ich muss hier die Mausgeschwindigkeit verändern. Würde ich blocken, wenn ihr angreift? Nö, ich glaube nicht. So. Interessante Kombination. Die kriegen sich gegenseitig Lifelink. Ist das stärker? Oder ist dieser Panther stärker? Das ist gar nicht so leicht. Also Landfall verliere ich ja keins. Weil wenn ich jetzt ein Land ziehe, kann ich es auch im nächsten angreifen. Wobei, wenn ich jetzt den spiele und angreife, kriege ich 2 Lebenspunkte und er wird wahrscheinlich blocken. Aber dann habe ich ja wieder keinen Lifelink, wenn ich dann geblockt. Das ist echt nicht so leicht. Aber ich glaube, ich mache das. Aber er wird halt einfach blocken, ne? Aber dann habe ich die einzige Kreatur mit Wachsamkeit. Und falls er jetzt keine Kreatur ausspielt, mache ich kostenlosen Schaden? Ich weiß es nicht. Ob das so clever war, weiß ich nicht. Aber werden wir sehen.
Okay. Sagen wir, greifen erstmal an. Da ist Wachsamkeit schon echt cool, muss man sagen. Und jetzt den. Leider habe ich jetzt kein Land. Das wäre jetzt natürlich super. Habe ich aber nicht. Okay. Ja, wir haben das Spiel mit wenig Mana begonnen. Das heißt, wir sind ohnehin schon im Rebellenraum. Wir sind ohnehin schon im Rebellenabteil. Warum hat er mehr Mana als ich? Aber ich eins nicht gezogen habe und er hat das Spiel begonnen. Vilipende. Okay, wir können mit Nahiris Bann auf alles reagieren. Nicht auf Feldforschung. Come on, gib mir ein Land, Kollege. Gib mir ein Land. Gib mir ein Land. Ah, das ist jetzt ganz ärgerlich. Soll ich ihn selbst tappen, damit ich eine Karte ziehen kann? Ich meine, das wäre jetzt Ultra-Verzweiflungsmodus. Aber ansonsten würde ich die zwei Mana ja verfallen lassen. Das heißt, die Mana sind nichts wert. Und ich ziehe eine Karte umsonst, sozusagen, weil ich mein Mana ja sonst nicht ausgeben würde. Also eigentlich, vielleicht ist es dann doch nicht so ganz bescheuert. So, und jetzt können wir ihn noch einmal buffen, nachdem wir angegriffen haben. Hoppla, schreibt er. Nee, nix hoppla. Ein brillanter Zug war das. Hoppla, schreibt er da. Genial. So, was machen wir jetzt? Nahiris Bann, Land und angreifen? Oder Felida, Land angreifen? Dann ist er eine 4-3, wird er einfach tot geblockt. Nee, ich würde sagen Nahiris Bann. Nahiris Bann, Land angreifen. Okay. Wir müssen jetzt auch Vilipende so ein bisschen kennenlernen, weil wir spielen ja gleich noch ein Spiel und vielleicht danach noch ein Spiel gegen ihn. Das heißt, Vilipende, wir müssen ihm in die Seele schauen. Wir müssen ihn im Grunde in die Seele schauen. Oh, der mit Bonuskosten ist natürlich heftig. Da haben wir mit unserem 3-4er-Flieger natürlich nicht die besten Karten. Zwei, drei, ein anderer Kleriker kriegt Lebensverknüpfung. Wenn wir jetzt einen Kleriker spielen, könnten wir den im nächsten Zug spielen, wenn wir ein Land ziehen. Wohingegen Felida will man ja eigentlich so früh wie es geht spielen, damit er ein bisschen Marker sammelt. Hüterin der Helden könnte nicht uns die Luftüberlegenheit geben. Und er hat Verteidiger. Aber er kann angreifen, als hätte er keinen Verteidiger. Felida, Heldin. Und greifen wir an? Nein, wir greifen auf gar keinen Fall an. Heilerin, Felida oder Hüterin. Also Hüterin nicht vor Heilerin. Das ergibt keinen Sinn. Also lieber erstmal Heilerin, oder? Heilerin gibt mir die Möglichkeit, im nächsten Zug den Koloss zu spielen und erzeugt noch ein Token, wenn ich dann irgendwann Hüterin begleitende Heilerin spiele. Aber der ist ein Problem, will ich jetzt gar nicht verneinen. Da will ich mich gar nicht jetzt drum rumreden, dass der Viererflieger ein Problem ist. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst. Okay, er hat ein Bonuskostendeck anscheinend. Blau, grün. Das ist ein Problem. Naja, kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Wird schon, wird schon, wird schon. Wir können jetzt natürlich auch einfach mit dem Panther angreifen und dem dann Lifelink geben.
Könnten wir 4 oder 5 Lebenspunkte bekommen? Wenn wir jetzt angreifen, könnten wir ihm Lifelink geben. Dann kriegen wir 5 Lebenspunkte und einen 1-1-Link. Dafür verpassen wir dann ein Landfall für den. Wie viel Mana hätten wir denn dann noch? Hätten wir 6 minus 3, hätten wir noch 3. Damit könnten wir gar nichts machen. Dann lieber Felida-Ebene angreifen. Oder? Ja. Ich glaube, das ist der bessere Weg. War da ein Counter? Nein. Felida-Ebene. Nö, das muss schon so rum. Oh, okay. Coole Idee. Ah, okay. Da ist natürlich dann so ein klassischer Zerstören-Removal besser als sowas. Okay, das war jetzt nicht cool. Das war jetzt überhaupt nicht cool. Aber gut, wir haben jetzt zumindest einen Payoff für Lebenspunkte. Das heißt, Hüterin der Helden kann jetzt was machen. Wir haben für den Koloss... Hey, haben wir eigentlich genug Mana für den Koloss? Dann haben wir zumindest irgendwas, was mal aufräumen kann. Okay, er hat volles Mana. Er hat jetzt wahrscheinlich irgendein Spell mit Bonus in der Hinterhand. Ansonsten ergäbe der Move keinen Sinn. Ich überlege, ob wir das doppelblocken sollen. Auf der anderen Seite, wie viele weitere Bonuskarten wird er haben? Wie oft wird er die noch aktivieren können? Weil wenn wir den doppelblocken, verlieren wir definitiv einen von beiden. Töten den aber. Aber er hat wahrscheinlich sowas wie ein Bonus-Spell mit alle kriegen XX oder so. Ah, das ist eine ganz unangenehme Situation. Oh Gott, das ist eine ganz unangenehme Situation. Er macht dann 9 Schaden, ne? Ich glaube, ich mach das. Ich doppelblock den. Ich weiß nicht, vielleicht ist das total bescheuert. Wahrscheinlich ist das total bescheuert. Aber vielleicht... Oh nein, jetzt tötet er beide. Oh nein! Oh, scheiße. Scheiße. Oh, nein! Oh, das war gar nichts. Das war überhaupt gar nichts. Da wollte ich einmal schlau sein. Oh Gott, das war ja überhaupt nichts. War das gerade der beste Zug aller Zeiten für ihn? Ja, fuck, Alter. Alter, Vilipende. Vilipende hat's einfach in der Hand, Mann. Vilipende ist einfach ein krasser Spieler, muss man einfach mal sagen. Krieger! Der ist ein Krieger! Geil, ich krieg 4 Lebenspunkte. Wie viel Mana haben wir? 7. 5. 4. Nee, wir brauchen jetzt Lebenspunkte. Wir müssen überleben irgendwie. Ja, das bringt nichts. Ein scheiß Flieger. Ey, wie krass der ist. Für 7 Mana kriegst du einen 4-5er. Ja, das ist nicht so gut. Aber ist schon heftig. Okay. Na, wenn du Land kriegst. Ja, aber er hat nur noch einen einzigen Spell. Ah, jetzt kriegt er noch mal einen Bonus für seine Welle immerhin. Aber das kann er sich jetzt doch, kann er sich leisten. 6 Mana. Shit. Diese dumme Welle, ey. Ich befürchte, die muss ich sogar totblocken, die Welle, oder? Auf der anderen Seite eigentlich nicht. Weil er wird ja wahrscheinlich keine weiteren Bonus... Ja, wohl, wenn er ein Bonus-Deck hat.
Müsste ich die Welle totblocken? Oh, ist das unangenehm. Wenn ich sie totblocke, weiß ich, dass er den Rest des Spiels keinen Bonus-Spell mehr spielt. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach neuen Schaden fressen. Es geht leider einfach nicht. Es tut mir wirklich leid. Es geht nicht. So. Felida, jetzt ist deine Stunde gekommen. Und weil wir dich so lieb haben, haben wir entschieden, dass wir dir einen Lenkdrachen schenken. Damit ich endlich diesen scheiß Flieger blocken kann. Er hat leider auf dem Boden halt auch noch was dabei. Dieser Gecko, was geht mit dem eigentlich? Ah, immer 1-1 für Bonus. Fuck. Müssen wir gegen Vilipende dann irgendwas Anti-Air machen? Nicht unbedingt, oder? Das ist der einzige Air, den er hat. Und den können wir auch mit Artefakt zerstören. Er hat keine Verzauberung, er hat keine Artefakte. Ja, das Spiel ist gelaufen, glaube ich. Machen zumindest den kaputt. GG, Vilipende, nicht schlecht gemacht. GG, Vilipende. Das hast du nicht schlecht gemacht. So, jetzt müssen wir natürlich ganz knallhart unser Deck anpassen. Ich bin da auch bereit, wirklich absolut grundlegende Veränderungen herbeizuführen. So schöne Artefakte und Verzauberungen. Ein Artefakt, eine Verzauberung oder eine fliegende Kreatur in der Wald. Nee, das brauchen wir alles nicht, oder? Okay, gut. Chat hat zumindest keine konkreten Vorschläge, was wir ändern können. Ich glaube, das bringt nichts, nur gegen diese eine Artefakt fliegende Kreatur aus. Das sieht echt arm aus. Mein Deck jetzt oder ich mich persönlich oder was? Was mehr konstruktiv? Ja, schwarz rausnehmen und dann den Damage nicht zu nehmen, war so dumm. Dann gerne einfach Feedback geben, was ich reintun soll. Du kannst gebrochene Flügel reinboarden, weil du damit den Gargoyle töten kannst. Ja, das ist mir schon klar. Aber lohnt sich das denn, eine Karte reinzunehmen, nur gegen eine exakte andere Karte? Aber wir können es natürlich reinnehmen. Aber dann nehme ich doch lieber Entzauberung rein. Okay, keine konkreten Vorschläge. Dann nehmen wir Entzauberung mit rein. Nur gegen diese eine Verzauberung. Ein Artefakt, Verzauberung der Flieger zerstören ist doch gut, aber das einzige von diesen drei Kategorien, was wir gesehen haben, war sein einziger Artefaktflieger. Sonst nichts. Also wir countern eine einzige Karte. Aber wir nehmen es rein. Wenn der Chat sagt rein, dann rein. Probieren wir es aus. Dafür sind wir hier. Okay, Vilipende, falls du denkst, dass... Ach komm. Ich glaube, wir behalten ihn. So, da ist sie jetzt, unsere Entzauberung. Jetzt haben wir sie. Aber mal gucken, was sie uns bietet. So, Willi, wie schaut's aus? Exakt gleiches Opening wie gerade eben auch schon. Greift man da an oder nicht? Ich weiß es immer nicht. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Aber ja, ich glaube, ich greife an, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite hätte ich ja den im nächsten Zug, mit dem ich ihn... Nee, eigentlich war das dumm. Kann ich das noch abbrechen?
Kann ich das noch abbrechen jetzt oder ist es schon zu spät? Volle Kontrolle. Kann ich das noch abbrechen jetzt oder ist es schon zu spät? Ich glaube, es ist schon zu spät. Dann war es nicht. Ah, okay. Er lässt durch. Gut. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Sie enttappt nicht. Ja, ist okay. Druckpunkt haben wir auch noch drin. So. Ja, das ist beides Nonsens. Das müssen wir im nächsten Zug machen, wenn er wieder enttappt ist eigentlich. Ansonsten bringt es nichts. Auf der anderen Seite verzichten wir jetzt auf eine Kreatur. Haben im nächsten Zug Dean. Also sollen wir nicht doch einfach den spielen, nur um eine weitere Kreatur draußen zu haben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel dauert noch lang genug. Aber ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich ein Fehler. Ah, der Typ. So. Jetzt bringt uns das halt leider gar nichts mehr, weil er jetzt einen 0,5er Blocker hat. Das heißt, wir nehmen jetzt lieber den hier. Oh. Sorry, Leute, bevor die Misplay-Lawine kommt. Ja, ich hätte angreifen können. Ich habe es nicht beachtet, dass der ein Kleriker ist. Sorry. Sorry, sorry, war ein Fehler. Und jetzt blocke ich den sofort hier leider. Ich glaube, der muss sofort weg. So. Was war das hier nochmal? Ist wie ein Fahrradunfall. Weil man nicht wegschauen kann, oder was? Ist so schrecklich. Ich glaube, wir kriegen es hin. Nach Iris Bann müssen wir den hier entfernen. 4-4er Trampelschaden. Es ist nicht das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Aber leider erstmal für uns 6 Mana. 3 plus. Na, shit. Seite 2. Na gut, 5 Mana hat es gekostet, ne? Ja, ich mach's mal. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber... Ah, shit, ey. Ist so schwer. Ich habe das Gefühl, jede einzelne Entscheidung ist so schwer. Ach Gott, nein. Ah, fuck. Ja. Das kriegen wir leider jetzt schon nicht mehr hin. Ich krieg den nicht weg. Wenn ich die Verzauberung zerstöre, dann kommt sie auf meinen Friedhof. Vielleicht? Nee. Ja. Wir können ihn zumindest doppelblocken. Wir können ihn zumindest doppelblocken. Hinterhalt ist ein Spontanzauber, ne? Hilft uns aber nichts. Aber wir können ihn doppelblocken, das ist doch schon mal cool. Er hat zwar Trample, ist nicht so ganz geil, aber wenn wir es hinkriegen. Und er hat wahrscheinlich irgendeinen Spaß auf der Hand oder so. Aber gut, Spaß ist erlaubt. So, jetzt kommt jetzt bitte der Gargoyle. Yes, da ist er! Chat, ihr seid genial einfach. Batz! Sehr schön. Zwei Länder zurück auf die Hand nehme ich. Wir müssen es nur aufpassen, dass es nicht übertreiben. Ich nehme vielleicht mal einen zurück, oder? Mal einen lockern. Mal einen lockeren. So, jetzt haben wir noch den als Spontanzauber, aber keinen Mana dafür. Okay.
Ja, wir haben einige Karten mit Landfall noch in der Hinterhand und wir haben zwei Länder. Das ist eigentlich ganz cool. Er hat Flugfähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Ja, machen wir einfach das Kämpfen, oder? Aber machen wir es erst nach dem Angriff. Angenommen, er doppelblockt mich jetzt. Dann verliert er beide. Ich glaube, wir greifen erst an, dass wenn er mich komplett durchlässt, ich danach noch den Kampf machen kann, ohne Gefahr zu laufen, von seinem 2-1er tot geblockt zu werden. So, jetzt lässt er mich durch. Und jetzt mache ich diesen Hinterhalt. Und hätte ich den Hinterhalt vor dem Kampf gemacht, hätte er nur noch einen Lebenspunkt gehabt und er hätte mich mit dem tot blocken können. So aber nicht. Zug beenden. Okay, es sieht gar nicht so schlecht aus. Der Gecko ist... Gecko ist knallhart. Oh nein, der Bär! Oh, fuck you, ey, Kreaturen. Kreaturen sind einfach alles in diesem Format. Der Rest ist scheißegal. Bestie. Aber jetzt haben wir den Flieger, jetzt haben wir die Lufthoheit. Frage ist, sollen wir angreifen? Ja, dieser scheiß Drecksgecko wird halt immer stärker, ne? Aber wenn er doppelblockt, können wir den Gecko zumindest priorisieren, weil der wird nicht mehr stärker. Der Gecko allerdings hat noch Potenzial nach oben. Der hat noch was vor sich. Der Bär ist halt ausgedient. Ja, wir greifen an. Komm, wir müssen ballern hier. Vielleicht lässt er nochmal einfach durch, wie gerade. Oder der Doppelblock. Oder der berüchtigte Doppelblock. Oder der Einzelblock. Nee. So, und jetzt Gecko. Erste steht jetzt doch links. Manchmal steht nämlich nicht das links, was als erstes ist, aber jetzt hier schon. Also der Gecko wird jetzt tot getötet. Hoffe ich. Ich hoffe. Ja, gut. Er macht 6 Schaden pro Runde, ich mache 3 Schaden pro Runde. Geht leider nicht ganz aus. Und er hat wahrscheinlich einen Spaß auf der Hand. Oh, ich hasse diese Situation. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Karte jetzt... Manchmal haben die nämlich keinen Spaß auf der Hand. Fuck you! Die haben mit ihrem scheiß Spaß immer. So. Oh, jetzt habe ich nicht genug Mana, weil ich denke, ich bin so schlau und halt mein Mana zurück für Landfall. Jetzt habe ich's nicht. Gespart, man spart sein Leben und dann ist man tot. So, mein Freund. Du hast keinen Gecko. Du hast kein Potenzial nach oben mehr. Ach, weißt du was? Mir ist es gar nicht so wichtig, ob ich gewinne oder verliere. Mir geht es um den Spaß am Spiel. Und das macht Spaß. GG. Also, Vilipende. Vilipende hat uns besiegt. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Werbung. In der Werbung lese ich den Chat, ob ich es mal mit Schwarz versuchen soll oder nicht oder wie wir es machen. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind zurück im traditionellen Draft und der Chat hat geschrieben, ob ich wechseln soll auf Schwarz oder nicht. Ist sich tatsächlich sehr gespalten. Manche schreiben, es geht nichts anderes als Weiß und Grün. Und andere sagen, ja, probier mal Schwarz aus. Einer hat geschrieben, block doch nicht immer, wenn der offensichtlich fallen hat. Das finde ich ein bisschen fies, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist immer leicht, danach zu sagen, man hätte nicht blocken sollen. Aber gerade im letzten Zug, wo er mit seiner 2-1er angreift, manche Leute, oft faken Leute halt einfach auch, dass sie irgendwie Combat-Tricks haben. Und man kann dann nicht einfach
einfach alles durchlassen. Ich kann nicht 3 Züge in Folge alles durchlassen. Also klar, ich mache hier und da Fehler und es ist immer eine schwere Entscheidung. Aber zu sagen, block nicht, wenn der offensichtlich eine Falle hat. Wann hat er denn offensichtlich eine Falle und wann nicht? Oder wann will er einfach mit seinem 2-1er, der keinen Sinn mehr für ihn hat, einfach 2 Schaden machen? Also, come on, Leute. Ich finde, konstruktiv können wir gerne versuchen, dazu zu lernen. Aber das ist halt einfach eine schwierige Entscheidung. So, die Frage ist, nehmen wir Schwarz mit rein? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Schwarz gibt uns tatsächlich nicht so mega viel. Es gibt uns halt noch einen weiteren Removal. Und ansonsten halt noch den hier, der aus unseren Lebenspunkten halt Schaden für den Gegner macht und auch so eine 1-1-Mechanik macht. Also eigentlich ganz cool. Wir haben noch das Basislager. Damit können wir so ein bisschen Pseudo-Mana-Fixing betreiben. Von daher weiß ich nicht. Können wir mal probieren. Wir probieren es einfach mal und dann schauen wir mal, was klappt. Also, wir nehmen jetzt mal alle rein, die wir auf jeden Fall haben wollen. So, hier Kreatur auf jeden Fall auch. Und ich glaube, schwarzer Landflipper ist auch gut. Den glaube ich nicht. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder ein paar Länder rausnehmen. Wie viele Sümpfe nehmen wir denn rein? Wo haben wir denn hier den Sumpf? Welchen nehmen wir denn da? Haben wir da? Oh, wir können den coolen Sumpf auch nehmen, ne? Oh, Leute! Geil, okay. Also, nehmen wir mal. Ich glaube, Länder hat ganz gut geklappt. Wir nehmen mal 2 Ebenen. Ein Wald, dafür 3. 7, 3, 7, ist das ein gutes Ding. Wir haben jetzt noch ein Doppelland reingenommen. Da können wir vielleicht noch ein grünes rausnehmen dafür. Deswegen 3 Sumpf ist halt schon echt hart, ne? Ich meine, wir haben zum Glück keine Karte, die 2 Schwarze braucht. Aber ey, jetzt wir sind auf 4 Karten beschränkt, was das angeht. Komm, wir nehmen noch 1 Sumpf rein. Nehmen wir 1 Sumpf rein. Weil wir haben ja auch einige Landfall-Karten, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, insgesamt mehr Karten zu haben. So, eingeübte Taktik, raus. Druckpunkt, raus. Kabira-Jagd. Ja, naja. Der ist, glaube ich, zusammen mit dem ganz cool. Der, weiß ich nicht, Heilerin, Feli da. Dieser Reiter muss raus. Der ist auch einfach nicht mein Favorit, muss ich ganz sagen. Hier haben wir noch einen Removal, der sehr teuer ist, aber, glaube ich, ist gut. Wir haben Schwierigkeiten, mit großen Kreaturen zu dibbeln. Mit dem Doppelland, ne? Stimmt. 3 Farben ohne Mana-Fix ist mutig. Naja, wir haben ja ein Doppelland und wir haben ein paar Flipper, aber ja, darum geht's ja. Wir wollen es mal ausprobieren. Ja, kann natürlich jetzt falsch sein, aber wir probieren es einfach mal aus. Darum geht's. Der ist mit 4 Mana echt teuer, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt auch ein bisschen viele 3 Mana, Leute. Lass mal einen von denen rausnehmen. Aber Kreaturen, jetzt haben wir wieder. Bitte nicht. Löscht einfach diesen Button. 16 Kreaturen haben wir jetzt. Flieger, schreibt jemand. Was möchtest du mir damit sagen? Dass ich noch einen Flieger in das Deck nehmen soll? Das geht nicht. Ich habe keinen Flieger. Dass ich etwas gegen Flieger machen soll? Was möchtest du mir sagen mit dem Wort Flieger? Kann ich nichts draus machen. Wir haben noch die Möglichkeit, Flieger rauszunehmen. Ich glaube, für das nächste Spiel. Ah, nee, wir müssen das nicht rausnehmen. Ne? Der korrigiert immer automatisch. Begleitete Heilerin ist nicht so geil für die Kosten. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt ziemlich viel reingenommen mit Lebenspunkten. Darauf basiert es so ein bisschen. Gegenflieger. Ja, was? Was Gegenflieger? Ich meine, wir können noch gebrochene Flügel mit reinnehmen. Aber wir können uns natürlich auch erst das erste Spiel angucken und dann schauen, ob wir solche Karten gegen Flieger brauchen oder nicht. An sich haben wir gegen Flieger ja sämtliche unsere normalen Removal Spells. Monster Mana. Ja, ich glaube, jetzt werde ich getrollt einfach. Jetzt schreiben die Leute einfach irgendwelche Wörter. Gut, also nichts Konstruktives kommt mehr. Ansonsten können wir es auch mit 41 probieren. Wir steigen ein, Leute. Los geht's. 2. Spiel. Ey, Best of 3 ist schon was anderes. Weil die Niederlagen einfach länger dauern. Aber man einfach länger gegen diesen Spieler spielen. Aber ich glaube, Schwarz ist eine gute Möglichkeit. Mit Mana-Fixing kriegen wir hin, Leute. Das war schon. John. Heilerin ist auch ein Kleriker, hat gute Synergie mit dem Schwarz-Weiß-Dude. Ja, absolut, glaube ich auch. Ich glaube, dieses Kleriker-Ding passt gut zusammen.
Und ich habe jetzt, glaube ich, nur Katzen und Krieger rausgenommen. Aber das klappt doch gut mit dem schwarzen Mana, Leute. Wer beschwert sich denn da? Aber wir haben schon mal zwei Kleriker. Das ist alleine schon mal ganz geil. Gegen Slowmi! Nice. Schön mal wieder Slowmi zu sehen. Oh, er musste Mulligan machen. Und er spielt auch weiß. Okay. Ein Bruder. Weiß-grün, sehr gut. Überleg, ob wir nicht lieber den spielen sollen, damit wir besser blocken können. Weil den kann ich mit der kombinieren, wohingegen die keine Kombination mit dem hat. Ich glaube, ich muss den blocken. Ich glaube, ich kann nicht einfach drei Schaden nehmen. Oh, interessant. Kabira-Plateau? Ah, die Kabira-Jagd. Ich muss den blocken. Auch wenn er so offensichtlich einen Combat-Trick hat. Ja, was soll ich denn machen? Woher soll ich das denn wissen? Ja, offensichtlich. Misplay. Aber Leute. Aber ich glaube, jetzt können wir das hier gut machen. Jetzt müssen wir den leider nochmal blocken halt, ne? Doch, nimm den Schaden. Echt, man nimmt einfach drei Schaden, ohne dass es vielleicht... Ich check's auch nicht, sorry, Leute. Ich bin auch echt hart mit euch. Aber es ist halt immer so, wenn ihr einfach nur schreibt, falsch. Wenn ihr kurz erklärt, was der Gedanke da hinten ist, vielleicht. Unzerstörbar, ja. So, jetzt haben wir ein schwarzes Land. Das ist doch schon mal gut. Dazu hätten wir noch das, um den zu zerstören. Na, ist schwierig. Wenn wir das machen... Aber warum, Alter? Das kann ich nur für eine dieser Fähigkeiten, ne? Aber jetzt greife ich mal an, oder? Oder ist der jetzt zu wichtig für Lifelink? Oh Mann, Leute, jetzt bin ich so ganz in so einem ganz nervösen Zustand. Jetzt denke ich, alles ist falsch. Ich glaube, man kann hier gut angreifen, oder? Weil er hat drei, er hat Krieger, Kleriker. Vielleicht hat er da irgendwelche Synergien, will nicht blocken. Aber ich mach's nicht, weil ich habe einfach Angst, dass es falsch ist. Also machen wir gar nichts. Ich meine, wir könnten hier noch Lifelink kriegen im nächsten Zug. So, jetzt ist die Frage mit dem höchsten Mana-Kosten. Wenn es mehrere gleiche Mana-Kosten sind, dann entscheidet ihr, ne, soweit ich weiß. Also jetzt anscheinend Schaden nehmen soll man machen. Gut, machen wir das. Und jetzt ist die Frage, ob wir uns die Hüterin holen. Dann haben wir Lifelink, was uns nicht viel bringt, weil wir einfach sterben an dem. Wir könnten ihm irgendwann dann Flug geben. Oder wir machen Seelenzertrümmerung für eine von den beiden. Ich glaube, ich spiele erstmal die aus. Auch wenn mir das Lifelink jetzt nicht so mega viel bringt, oder? Weiß ich nicht. Aber Fliegen ist erstmal cool. Schaden nehmen, du hast in Kürze den fliegenden Lifelink. Du meinst den hier, dem ich die Dinger gebe? Ja, das kann schon sein. Okay, ich weiß zumindest, dass er jetzt keinen Spaß mehr auf der Hand hat. Das ist doch schon mal gut. So, Seelenzertrümmerung und den Lenkdrachen, glaube ich, ist eine gute Kombination. Sollen wir den beiden angreifen für 5?
Dann macht er wie viel Schaden? Macht er 6, macht er 9 Schaden. Beziehungsweise 7 Schaden mit Lifelink. Ich glaube, wir greifen erstmal nur mit dem an. Spontanzauber, ne? Da sind wir uns einig. Oh, jetzt ist das die das mit den höchsten Mana-Kosten, ne? Moment, wenn wir jetzt das erst spielen, dann wird der zerstört. Aber dann haben wir sie. Was wollen wir denn zerstören? Wollen wir es ihm überlassen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich könnte jetzt ihn dazu forcieren, den zu töten, dann ist aber die... Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich es mir aussuchen... Oh, fuck, ich weiß es nicht. Jetzt spielen. Gut, ich mache einfach nur noch, was der Chat sagt. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich hab mein sämtliches Vertrauen in meine Entscheidungsfindung verloren. Aber warum? Warum... Ich meine, so hätten wir eine kleine Chance gehabt, dass der Engel weg ist. Er hat einfach 5 Schaden genommen, aber gut. Weil jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Jetzt kann ich ja nicht angreifen. Kann jetzt gar nichts mehr machen. Er ist nicht besser gewesen als den anderen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Schwierig, na gut. Nice. Sehr gut. Entzauberung. Starke Karte. Ausgerüstete Krieger haben Doppelschlag. Und er hat auch Doppelschlag. Ja, das ist schon hart, okay. Das ist nicht das Allerschlechteste, was es gibt. Frage ist, ob wir erst angreifen sollen. Wir können jetzt natürlich auch einen Combat-Trick antäuschen. Wenn wir angreifen, dann machen wir 3 Schaden. Das ist im Grunde nichts. Von daher... Ja, 5, 6, 7, ja. Ist dumm. Bringt mir gar nichts. Ich habe halt einfach Bock auf Landfall, Freunde. Das ist eine coole neue Mechanik. Wir spielen jetzt einfach Kreaturen aus. Okay. Doppelland hätte ich zurücknehmen sollen. Warum? Kommt getappt ins Spiel. What? Ich glaube, jetzt verarscht mich der Chat, oder? Warum? Ich verstehe es nicht, aber egal. Es ist auch nicht so wichtig. Die Frage ist, ob ich angreife oder nicht am Boden. 6, 5, Trampelschaden. Der hatte halt eine Menge, ne? Aber irgendwann muss ich angreifen oder ich warte halt, bis ich die Luftüberlegenheit habe. Aber wie soll ich die kriegen? Ich weiß leider nicht, ob ich hier angreifen soll. Dann lass es einfach nochmal spielen. Basislager ist kein Doppelland. Ja, das ist mir schon klar. Aber du glaub, verstehst doch, was ich meine, oder? Es ist ein Land, das verschiedene Mana erzeugen kann. Aber es ist kein Doppelland. Ja, das ist natürlich korrekt. Okay. Schwierig. Aber er hat nicht so viele Karten. Ich habe mehr Karten als er. Zwar nur Länder, aber trotzdem. So viele Schadenspunkte, so wie du Kreaturen kontrollierst. Das sind 3. Das ist jetzt doch mal ein saftiger Combat-Trick, oder? Fuck it. Wir greifen mal an. Ist mir jetzt scheißegal. Ich greife an. Manchmal muss man einfach ballern. So, jetzt suchen wir uns irgendeinen super cleveren Weg, wie wir diese Kabira-Jagd einsetzen können.
Der Chat meint das Land, das auf deiner Hand wieder zu einem Zauber wird. Jetzt haben wir's. Das hier. Alles klar. Danke für den Hinweis. Das habe ich übersehen. Sorry, Leute, diese Flipperländer ist einfach noch nicht tief drin bei mir. So. Die gehen beide drauf. Jetzt könnten wir uns natürlich die Luftüberlegenheit holen, indem wir ihm 6 Schaden zufügen. Ist es das wert? Ja, machen wir einfach mal. Ebene. Naja. Jetzt kommt es halt einfach nur aufs Ziehen an, ne? Einfach nur ziehen jetzt. Bitte, komm auch irgendwas Gutes. Nein! Ja, das ist jetzt halt mathematisch einfach, das ist eine mathematische Sackgasse einfach, müssen wir uns jetzt eingestehen. Was ist das gelbe Symbol hier? Diese Karte hat eine Mechanik mit Abenteuergruppen. Das sind Kleriker, Krieger, Schurken und Magier. Und diese Raute zeigt an, wie viele von diesen Karten ich habe. Momentan habe ich nur einen einzigen Kleriker, also steht hier eine 1. Jetzt kommt der Typ dazu, den ich jetzt überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Ja. Keine Ahnung, ey. Manchmal ist dieses Spiel wahnsinnig komplex und manchmal ist es einfach, ja, wir abwechselnd ziehen wir eine Karte und spielen eine Karte aus, was wir halt gerade ziehen. So, es ist einfach dann so stumpf irgendwann. Ey, keine Angriffe, jetzt haben wir eine heiße Win Condition hier. Irgendwas. Warum spielst du die Länder nicht? Weil ich habe Karten mit Landfall. Die haben einen Effekt, wenn man ein Land ausspielt. Sobald ich so eine Karte ausgespielt habe, kann ich dann jede Runde ein Land spielen und habe einen größeren Effekt. So wie er mit seiner Landungskarte. Hat jetzt seinen Flieger. Ah, cool. So, muss ich jetzt durchlassen, oder? Ja. Oh Gott. Ja, ich keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie Angst zu blocken, aber gut, mal, jetzt ist, glaube ich, eh schon schwierig. Ja. Ja, das wird nichts mehr. Fuck, ey, slow me. Slow me, ey. Block doch die, oh je. Ja, jetzt ist wieder falsch. Mein Gott, Leute, ey, sorry. Komm, ey, ja, es tut mir leid. Gut, dann block ich die jetzt. Ja, es tut mir leid. Ja, jetzt block ich und jetzt falle ich wieder auf den offensichtlichen Trick rein, den er gerade gezogen hat. Ich weiß, Leute, ich weiß. Nächstes Spiel. Dieses Schwarz, glaube ich, kann funktionieren. Wir hatten jetzt gar nicht so viele Mana-Probleme, das war gar nicht das Problem. Na, guck mal rein. Eben hat er keine Karten auf der Hand. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Er hat sie gerade gezogen, Leute. Ein bisschen. Gebt mir ein bisschen Raum. Ein bisschen Freiraum. Ach ja. Sorry, ich weiß nicht. Ich lasse mich davon immer zu sehr beeinflussen, wenn alle kritisieren. Völlig zu Recht. Ich mache ja auch sehr viele Fehler, aber. Ich weiß nicht. Bei mir kommt dann immer nur so eine starke Unsicherheit, dass ich nicht weiß, was ich noch machen kann und was falsch ist. Aber gut. Ey, ich dreh das mit Slomi. Okay, wir wollen zuerst spielen. Okay. Wir haben schon mal zumindest alle Farben. Ist jetzt natürlich nicht ideal.
Ja, ist natürlich ein langer Weg, ne? Aber wir haben zumindest ein schwarzes Land. Und der ist, hat nicht, ist keine, kein Abenteurer. Okay. Können wir zumindest den mal spielen. So, was genau bewirkt die? Genau, das ist so ein Safe-Mechanismus, ne? So, jetzt diese Situation hatten wir vorhin auch schon. Und ich versuche wirklich zu verstehen, warum ich den nicht blocken soll. Wenn er angreift. Warum nicht? Er macht 3 Schaden. Genau die Situation hatten wir doch vorhin auch. Ich meine, da hatten wir dann noch diese Synergie mit dem anderen Kleriker. Das war wahrscheinlich dann der Grund. Man muss es wahrscheinlich in dem Kontext betrachten. Aber jetzt, Leute, ohne Witz, ich muss den doch blocken, oder nicht? Sonst kriege ich die nächsten Züge jede Runde 3 Schaden. Ich muss den blocken, es tut mir leid. Ich verstehe die Logik da nicht. Ich habe auch keinen Bock, Dinge einfach nur zu machen, weil es Leute sagen, ohne dass ich verstehe, warum. In meiner Meinung muss man den blocken. Okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So, hier haben wir zumindest... Nee, ah, das war der andere. Das war nicht der mit Lebenspunkten. Aber kann sie sich selbst Lebenspunkte geben? Nein, sie kann sich nicht selbst Lifelink geben. Okay, hat keine Eile, alles cool. Nice, nice, nice. Okay, cool, jetzt haben wir zumindest mal eine vernünftige Synergie hier. Wir könnten aber auch den direkt spielen oder sogar den Koloss spielen. Nee, stimmt nicht. Sie könnte ihm Lifelink geben, er hat aber schon Lifelink. Was ist hier mit? Ich glaube, ich greife hier jetzt erstmal an, ne? Weil der kann nicht blocken. Ich greife. Oder wenn ich. Oder soll ich angreifen? Weil der wird ja ein Land spielen im nächsten Zug. Dann ist er eine 3-3. Dann werde ich ihn nicht mehr blocken. Wenn er angreift, ja, ja, ich glaube, ich greife an. So, und jetzt spiele ich den aus. Und ein Land auf jeden Fall. Okay, Zug beenden. Wie viel braucht der? 8, ne? 8, okay, wie viel haben wir? 3. Na gut, da haben wir noch einen Weg vor uns. Haben wir noch einen Weg vor uns. So, den kann ich wahrscheinlich eh nicht blocken, weil er fliegen kann, ne? Genau. Doppelschlag. Okay, Doppelschlag. Ah, Doppelschlag ist schon ganz cool. Gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder den Koloss zu aktivieren. Oder wir haben keine Kleriker auf der Hand, dem wir Lifelink geben könnten. Ich würde sagen, sollen wir nochmal angreifen? Er wird wahrscheinlich nicht blocken, ne? Ich glaube, wir greifen mit beiden an. Doppelschlag stirbt. Er kann nicht spontan Land spielen, um ihn 3-3 zu machen. Ich glaube, ich greife mit beidem an. Er will ja, glaube ich, beide Karten eigentlich nicht verlieren. Die will er nicht verlieren, weil die ist gut zu buffen. Und die wird auch noch stärker. Und jetzt noch. Ja. Cool. Und Koloss. Nice. Ich glaube, das sieht nicht ganz so schlecht aus. Oh, wir haben eine kleine Katze dazu bekommen. Die hat eine. Okay, 3-3. Ist okay. Ist das ein Spontanzauber eigentlich? Ja, okay. Das heißt, wir könnten, sollte er removeln oder irgendwie fies blocken, das auch spontan machen. Okay, der
So, jetzt mal angenommen, ich greife an und er blockt den Koloss. Dann kann ich diese Wiedergeburt auch spontan auf den Koloss wirken, ne? Aber ich kann nicht mit beiden Klerikern angreifen, weil das würde ja 2 plus 2 bei ihm. Es sei denn, er müsste mit seinem Asket verwenden, um mich zu blocken, und die anderen könnten durch, die er nicht verlieren will. Oder er blockt einen von denen. Ich glaube, ich greife mit allen an. Außer der Katze. Schauen, was passiert. Bei diesem habe ich den fiesen Trick auf der Hand. Fuck. Ja, aber der ist 7 Schaden durch, ey, da habe ich gar nichts dagegen. Kleriker Lifelink geben ist Quatsch. Und wir kriegen noch eine Katze, oder? Wir kriegen noch eine Katze. Nice. Doppelkatze. Und jetzt den Stampfer. Um ein Land aus Höflichkeit. Das ist unhöflich, wenn man die ausspielt und dann gar kein Land zurücknimmt. Das ist unhöflich. Und wir haben noch Mana für die Wiedergeburt. Komm, wir kriegen das hin, Slomi. Come on, Slomi. You don't slow me down. Oh, come on, jetzt kommt er mit seinem Mythic-Quatsch. Ach, sorry, ey, wer Mythics in Limited hat, come on. Ach, das ist jetzt dieser der Schwachsinn, wo alles umgedreht wird. Ja, das raff ich doch eh nicht, ey. Also jeder hat jetzt, alle haben jetzt Lifelink sozusagen. Moment, also alles hat jetzt Lifelink? Aber für beide Spieler. Ach, come on, und 2-6 Doppelschlag, ey. Was soll das denn? Fuck you, einfach, wir greifen jetzt an. Sollen wir hier die Malakir-Wiedergeburt machen? Ja. Buongiorno. Oh, wir können es wieder zurücknehmen. Oh, da nehmen wir ein getapptes. Dann können wir nämlich jetzt unseren Landfall aktivieren. Ich gewinne gegen diesen scheiß Mythic Crap da immer, die fucking ganzes Spiel verändert. Ach komm, ey, jetzt macht er jede Runde 4 Schaden mit Lifelink. Warum? Ich habe in meinem Leben noch nie einen Mythic im Limited gesehen überhaupt mal. Und der haut hier so ein Zeug raus, Mann. Ja, das, ich weiß nicht, ich will nicht immer so negativ sein, aber das ist das schlechteste Spiel, das ich gespielt habe. Ich will nicht immer so selbstkritisch sein, aber ich bin der schlechteste Spieler der Welt. 5! Vor allem ich krieg auch Life. Also das ist schon verrückt, ne? Also alle Kreaturen haben Lifelink für beide Spieler. Ja, wir müssen ballern, glaube ich. Komm, Katzen. Nee, die Katzen sind ja geil, weil der hat keinen Trample. Die Katzen sind ja ultra gut. Die Katzen sind ultra stark. Ja, das Problem ist, er weiß halt, er kann allein durch seinen scheiß Engel gewinnen. Aber du brauchst 15 Lebenspunkte mehr, als deine Startlebenspunktezahl hast.
Also wenn er 35 Lebenspunkte hat, muss er angreifen und gewinnt das Spiel. Ist ja nicht so, dass ich kein Removal in meinem Deck hätte. Einen haben wir schon gezogen. Ja, was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Ich sehe hier kein Ziel. Ich muss leider angreifen, weil alles andere wäre einfach, oder? Ich meine. Ich weiß nicht, angreifen ist halt echt Verschwendung. Ich werfe halt einfach eine Kreatur weg jetzt. Und dafür mache ich ein bisschen oder gar keinen Schaden sogar. Nee, das bringt nichts, keine Angriffe. Ich habe ja hier coole Mechanismen so, ne? Also ich habe ja hier Sachen, die cool irgendwie skalieren, aber er hat halt einen fucking Mythic Engel einfach, den ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Warte, was ist das jetzt? Moment mal, ich habe ja auch Lifelink, oder nicht? Ich greife jetzt einfach an. Ich check die Karte nicht. Ich habe es auch aufgegeben. Die du kontrollierst. Ah, nee, es haben nicht beide Lifelink. Nur seine Kreaturen haben Lifelink für beide. So funktioniert das. Okay, verstehe. Das ist noch nicht zu Ende, Freunde. Dieses Spiel ist noch nicht zu Ende. Da ist noch... Gut, ich wollte alles sagen, das nicht. Es ist nicht alles möglich. Nein, wir ziehen eine Karte und können die dann ausspielen. Das ist möglich. Also es ist... der Rahmen ist recht beschränkt. Also, wenn ich jetzt blocke, dann kriege ich 2 Lebenspunkte. Und ich krieg... In... einem Zug, das ist jetzt sein Zug. Wenn ich jetzt den Tod, den blocke, dann spare ich mir 6 Schaden, krieg 2 Lebenspunkte, krieg ein Token hier drauf. Ist das clever, hier zu blocken? Ich glaube, ich muss hier, aber Lifelink kriegt er ja trotzdem für seinen Quatsch. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch jetzt egal, was der Chat sagt. Ist halt falsch. Mein Gott, mach mal einen Fehler. Komm, gib mir noch eine meiner Removal Spells, bitte. Nice. So viel Schaden, wie du Kreaturen kontrollierst. Nicht mal das reicht. Naja, er könnte jetzt. Er könnte den jetzt totblocken. Unseren Tiger. Ich krieg damit leider nie diesen Engel kaputt. Ich krieg den leider nicht kaputt. Ich werde niemals 6 Kreaturen kontrollieren. Da müssen wir uns jetzt auch nicht, da müssen wir jetzt auch nicht wirklich nicht so tun, als wäre das realistisch. Wahrscheinlich hätten wir den töten sollen, bevor er... Ja, das war dumm. Wir hätten unseren Panther retten können. Ja, komm, oh Leute. Ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Spontan, aber den könnten wir jetzt noch töten, aber das ist nicht, das bringt nicht so viel, glaube ich. Ah, das war jetzt nichts. Das war ein schlechter Zug. Aber jetzt hat er genau 4, Mann! Wo ich genau 3 Kreaturen habe. Mann! Oh, das ist so dumm. Diese Karte ist so dumm, Mann. Mach doch sowas nicht ins Limited, ey. Warum? Warum hat er Mythics? Und immer noch dieses mit dem Doppelschlag, das heißt doppelt so lange dauern.
den 6-6 sagt, kann er killen beim Block. Wie? Mit 1 plus 2 sind 3 und dann den Damage hätte ich machen können. Nicht gesehen, Fehler, gut, machen wir. Jo, jetzt können wir kämpfen hier, Freunde, jetzt geht's los. So, jetzt kannst du hier mal diesen beschissenen Drecksdinger hier einfach kaputt machen. Ciao. Ja, klar, Missplay, hätte man alles nach dem Zug machen können, ist mir egal, ich will, dass der stirbt und zwar jetzt. So. Der hat keinen Doppelschlag, ne? Wir greifen an, let's go. So, Kollege! Na gut, 9 Schaden, 9 ist eine Zahl. 9 ist eine Zahl des gängigen Dezimalsystems. So, jetzt könnten wir den wegbomben und wir machen 10 Schaden. Er macht 9 Schaden. Dann haben wir, wenn es so ginge, hätten wir das Spiel gewonnen. Wenn es so weiter ginge. Was zieht er? Was zieht er für einen Quatsch? Meine Herren, ey, das wird jetzt echt eng. Muss ich den blocken oder nicht? Ich meine, er hat ja eine Kreatur gezogen, ne? So viel wissen wir, weil sonst hätte er das Spiel verloren. Muss ich jetzt blocken? Ich meine, ja. 9. Nee, ich kann auch im nächsten Zug noch blocken. Ah, ich weiß es nicht. Was, vielleicht falsch, keine Ahnung. Ich schaue gar nicht im Chat. Ist mir egal. Ist mir egal. Okay. Au. Okay. Okay, das ist gut. Das ist gut. Und der hat Wachsamkeit. Dann kann er zusammen den Tod blocken. Geil. Geil, 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 geil. Und der wird noch krasser. Kriegt jetzt zwar 2 Lebenspunkte, das war ein guter Zug. Also mit Zug meine ich nicht Zug im Sinne von Spielzug, sondern Kartenzug einfach. Nice, wir können ihn totblocken. Yes, er hat Land! Er hat nur ein dummes Land gezogen, aber er fliegt! Nein! 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 Nein, ich hab genau auf die 10! 7 plus 3 ist 10! Nein! Dieses Dezimalsystem. Ich es hasse! Ich es hasse! Ja, Niederlage, ich weiß. Ach, Leute. Wir haben jetzt nicht mal die Zeit, noch ein nächstes Spiel zu spielen. Die Best of Three ist dauert immer so lange, aber ich würde sagen, Best of Three ist knallhart, Leute. Wir machen einfach noch ein paar Booster Packs auf, einfach um die Stimmung zu heben. Booster Packs, hey, mögt ihr Karten? Lass uns ein paar Booster Packs aufmachen. Ich habe noch 3 rumliegen. Yay, neue Karten. Wie wär's denn mal damit im fucking Mythic? Flamm! Yes, alles ist gut. Das ist richtig gut. Den brauchen wir für unser Ozolithen-Deck. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gleicht alles aus. Das gleicht alles aus. Was ich noch brauche, sind Flipperländer. Weiß-grün oder rot-grün. Oh, der ist auch nicht schlecht. Weiß ich nicht, ob der Platz hat in unserem Ozolithen-Deck. Aber er ist zumindest in der engeren Auswahl. Ui, okay. Morauk, Zorn von Akum. Ich hab Bock auf ein Mono-Rot ins Gesicht-Deck. Ob ich das hinkriege, damit irgendwas Vernünftiges zu machen, weiß ich nicht. Ist aber eine ziemlich verrückte Karte. Mit 2 Angriffsphasen ist ziemlich cool. Oder Kampfphasen. Kampfphasen heißt es. Mach noch Musa auf.
Okay, die hier ist auch cool, Kriegerdeck. Es gibt ein, glaube ich, ziemlich starkes rot-weißes Kriegerdeck. Die haben wir gerade gesehen und jetzt haben wir vielleicht noch ein Doppelland, oder? Wie wär's mit dem Doppelland, 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 Doppelland? Wildcard, was soll ich denn damit machen? Ein Doppelland kaufen? Ach, Leute. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche natürlich wie immer. Ansonsten seht ihr jetzt im Anschluss Sims mit Mara und Chiara, die testen eine neue Star Wars Expansion von Sims. Das wird fantastisch und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr wollt, um 15 Uhr wieder. Nehmt einen starken Magen mit, wir spielen The Witness, ein Motion Sickness Highlight Spiel. Also, falls ihr euren Magen testen wollt, das Spiel für die Leute mit dem eisernen Magen, habe ich gehört. Das wird großartig, 15 Uhr. Könnt ihr wieder mit einschalten. Ansonsten natürlich heute noch einen ganz fantastischen Tag. Wünsche ich euch ganz persönlich. Guckt auch mal ins VOD rein und abonniert den Kanal. Und lasst mal ein paar Kommentare da bei verschiedenen Videos irgendwie. Und macht verschiedene Dinge, die ihr mit eurer Lebenszeit anstellen wollt. Ich will euch da gar nicht reinreden. Macht, was ihr wollt. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß, auch bei Magic. Bis nächste Woche.